Trafalgar Law ist in One Piece ein Charakter, der mit einer unfassbar starken Teufelsfrucht ausgestattet ist. Nichtsdestotrotz ist sein Charakter an für sich bereits abgeschlossen. Jedoch schauen wir uns mal genauer an, was Oda noch mit Law vorhaben wird und vor allem, wieso er mit die wichtigste Person auf Wano Kuni ist. Los geht's! Und damit, yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Unter dem heutigen Video reden wir ein wenig über Trafalgar Law, denn Law ist einer, der aktuell ein kleinen wenig in den Hintergrund gerückt ist. Wir wissen aktuell nicht ganz genau, was er so vorhat, was er sich aufgetragen hat, beziehungsweise welches Ziel er gerade in diesem Moment verfolgt, was das Ganze natürlich noch ein bisschen spannender macht. Bevor es aber losgeht, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, Freunde, und ihr stets auf dem aktuellsten Stand bezüglich die neuesten News, die neuesten Spoiler etc. zu One Piece sein möchtet, so lasst doch gerne ein Abo da. Würde mich sehr freuen, supportet und ihr seid stets auf dem aktuellsten Stand, so tretet gerne der Crew bei und nun würde ich sagen, hüpfen wir ins Video. Dass Trafalgar Law aktuell und gerade jetzt in dieser Situation nicht wegzudenken ist, ist denke ich mal relativ logisch und da stimmen mir wohl die meisten zu, wenn es darum geht, dass Law hier eine sehr, sehr wichtige und natürlich auch eine tragende Rolle spielen wird, wenn es darum geht, Kaido eines Tages zu besiegen. Und Trafalgar Law wird aktuell, zumindest in dem aktuellen Kapitel, wurde auch nicht wirklich so gezeigt, er wird ein wenig vorweggehalten. Er wird ein bisschen rausgehalten, weil Trafalgar Law genauso wie Sanji hier in dem aktuellen Kapitel ein Man of Rescue ist. Ja, Trafalgar Law ist einer mit seiner Teufelsfrucht, der hier wirklich Welten bewegen kann und der wirklich diesen Faden des Schicksals in der Tat einfach verändern kann und das einfach nur alleine durch seine Teufelsfrucht. Ich meine, die Teufelsfrucht von Trafalgar Law, wenn wir wirklich mal ehrlich sind, die ist auf der einen Seite natürlich schon ziemlich overpowered und auf der anderen Seite ist sie einfach unentbehrlich für diesen Kampf, denn ich muss hier ganz klar sagen, Law kann in gewissen Situationen, die einfach aussichtslos sind, die kann Trafalgar Law noch komplett drehen und wenden. Ja, aktuell zum Beispiel Sanji, hier gibt es ja den Cliffhanger, Sanji wurde von King angegriffen und da stellt sich natürlich immer die Frage, wie kommt der da jetzt weg, ohne dass er irgendwie ein Loch im Bauch hat oder dass er zerspalten wird. Ja? Und hier ist Trafalgar Law ein jemand, der das mit Leichtigkeit eigentlich umsetzen könnte. Er könnte hier Sanji easy retten. Und das ist so diese wichtige Rolle, die Trafalgar Law hier hat, einfach in gewissen aussichtslosen Situationen der springende Punkt zu sein. Natürlich dürfen wir auch die medizinischen Know-how-Kenntnisse von Law nicht unterschätzen. Law ist hier jemand, der wirklich für die Durability der Allianz mit verantwortlich ist und derjenige, der hier wirklich massiv mit nach vorne pushen kann. Natürlich ist auf der anderen Seite Trafalgar Laws Teufelsfrucht sehr, sehr gut dafür da, um die Leute zu retten. Nehmen wir einfach mal an, es geht alles schief. Die Minks verkacken oben, ja, dort gibt es einige Tote. Kaido kommt wieder runter, hat die vermöbelt, wie auch immer. Kaido hat vielleicht leichte Verletzungen, kommt runter. Dann ist dort mit Big Mom hier auch nochmal ein weiterer Kaiser am Start. Und dann kriegt die Allianz nochmal mächtig aufs Maul. Und man könnte so diesen Krieg aufbauschen. Ja. Stellt euch vor, Momonosuke würde Sunisha herrufen, ja. Und Trafalgar Law hätte dann die Möglichkeit, alle wirklich auf Sunisha zu verpacken bzw. hin zu teleportieren. Also Law kann mit seiner Teleportation, mit seinem unglaublich großen Room so einiges hier erreichen und gerade deswegen, weil Trafalgar Law hier eine so große Macht besitzt in diesem Arc, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Eiichiro Oda hier hingeht und Trafalgar Law mit voller Absicht raushält. Ja, ich meine theoretisch, also wirklich nur theoretisch, könnte Law ja auch Big Mom in zwei schneiden oder Kaido in zwei schneiden oder wirklich aufteilen in seinem Room. Wir wissen ja, diese Schnitte sind nicht unbedingt an das Haki gebunden, ja. Trafalgar Laws Fähigkeit per se ist ja dann das Teilen. Er verletzt diese Charakter ja nicht und gerade deswegen finde ich es immer schwierig zu sagen, wo geht Law jetzt hin? Um was kümmert sich Trafalgar Law denn jetzt? Ich meine, neben der relativ offensichtlichen Aufgabe, dass er früher oder später Richtung Ende des Arcs oder vielleicht sogar jetzt sogar schon nach einem Gegenmittel gesucht hat, ja, wenn es darum geht, die Emotionen bei den Smiles Nutzern diese wiederherzustellen, gerade bei Ebisu Town zum Beispiel. Ich meine, Trafalgar Law hat auch die Kinder von Punk Hazard behandelt und ich denke, dafür ist die Teufelsfrucht natürlich auch super dafür geeignet, das wirklich zu bewerkstelligen. Aber das ist so eine Sache, das ist so eine kleine Sache, die erst zum Schluss hin kommen würde. Ja, wenn Trafalgar Law natürlich nicht sterben sollte, das ist natürlich auch nochmal eine große Frage, aber wo sieht man Law? Wo kann man ihn sehen? Und ich persönlich muss sagen, wenn Law nicht mit Ruffy und Co. gegen Kaido kämpft, das ist ja die eine Möglichkeit, Ruffy, Kid und Law gegen Kaido, wenn es halt ein bisschen anders kommt, ja, weil ich denke, die Community hat sich so vielleicht sogar ein bisschen, nicht unbedingt darauf festgefahren, sondern die Community hat sich sogar schon so drauf geeinigt, okay, Ruffy, Law, Kid, die
werden gegen Kaido kämpfen, ja, wegen dem Sabaody-Archipel, wegen dieser Parallele etc. Ja, ich denke, gerade deswegen kann Oda es natürlich auch komplett anders machen. Ich sehe hier zum Beispiel Law Perfect bei Big Mom und Marco und Perus Pero, dass diese drei Leute Big Mom erstmal außen vor halten, beziehungsweise dass die Big Mom ablenken, dort rausnehmen aus dem Kampf etc. Denn ich persönlich bin halt einfach ein großer Fan, dass Ruffy, Zoro und Sanji als Monster-Trio, vielleicht sogar mit noch ein paar anderen, ja, dass die gegen Kaido kämpfen. Ich sehe jetzt nicht unbedingt Kid hier und Law hier, weil die sind immerhin indirekt zwar jetzt so mit einem Teilchen dieser Allianz, Law sowieso, aber bei Kid ist es so, er ist immerhin trotzdem noch ein Rivale und wenn Ruffy hier Kaido bekämpft, dann kommt Kid auch noch dazu und es ist sehr schwierig, das umzusetzen. Deswegen finde ich persönlich, ist Law hier eigentlich aktuell sehr gut bei Big Mom aufgehoben, dass Law Ruffy einfach den Rücken frei hält. Denn das hat Law eigentlich auch schon auf Dressrosa mitgetan, beziehungsweise so ist das so seine Aufgabe. Er hat ja nicht so unbedingt das Ziel, jetzt Piratenkönig zu werden. Das einzige Ziel war ja mit Doflamingo, das Beseitigen dessen und Ruffy hat das möglich gemacht. Und deswegen hat hier Law einen riesen Debt an Ruffy zu zahlen und Law wird wahrscheinlich auch derjenige sein und da freue ich mich sehr drauf, denn der an Ruffy glaubt. Wir wissen, Law ist ja auch ein Träger des Ds und ich wünsche mir wirklich, wenn wir es so haben, dass Law sich mit um Big Mom, mit Marco und Perus Pero kümmert, dass wir hier einen Law haben, der vor Big Mom sagt, hör zu, du alte Schnepfe, Ruffy wird derjenige sein, der König der Piraten wird. Wie geil wäre diese Szenerie? Wie heftig wäre das? Also, ich muss ganz klar sagen, diese Situation von Law, dieses Rückenfreiheit und dass er die Allianz rettet, auch zum Schluss etc., die ist halt einfach sehr gut und dafür ist die Teufelsfrucht einfach wie geboren. Ich meine, wir müssten eigentlich mal einen Counter machen seit Punk Hazard oder eigentlich schon seit Marineford, weil dort hat Law Ruffy auch schon gerettet. Wie oft hat Law Ruffy schon mal aus der Patsche geholfen? Nicht nur Ruffy, sondern die Strohhüte. Wie oft hat Law dafür gesorgt, dass die Strohhüte hier gerettet wurden, beziehungsweise dass er ihnen geholfen hat, etc. Also, es ist schon sehr, sehr häufig passiert und da muss ich ganz klar sagen, finde ich diese Möglichkeit von Law, wie man ihn halt so vielfältig einsetzen kann, die finde ich natürlich auch sehr, sehr interessant. Auf der anderen Seite ist natürlich diese mögliche Verbindung zu der Sword-Einheit, die ist natürlich auch gegeben, aber das habe ich schon mal in einem anderen Video relativ ausführlich geklärt, warum, wieso, weshalb, wegen Corazon und so weiter. Deswegen, Leute, ich persönlich muss sagen, Trafalgar Law ist hier auf Wano Kuni mit einer der, wenn nicht sogar die Top 5 von der Ruffy-Allianz, die hier so diese Wichtigkeit ausstrahlen, allein wegen der Teufelsruf, wegen dem Know-how, strategisches Vorgehen etc. pp., ist Law hier auf keinen Fall wegzudenken. Ein sehr, 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 sehr reliable Kampfkompanie für Ruffy, ein sehr, sehr starker Partner, den man auf keinen Fall missen kann. Möchte, Leute. Was glaubt ihr? Was hat Oda mit Trafalgar Law vor? Jetzt mal abseits von dem, dass Law vielleicht sterben wird oder dies oder das. Was macht Law jetzt konkret in den nächsten Kapiteln? Glaubt ihr, er wird dann zu Ruffy eilen oder er wird sich dann um Big Mom mit Marco und Perus Pero zum Beispiel kümmern? Meint ihr, er wird da runtergehen oder hat was komplett anderes vor? Eure Meinung dazu natürlich gerne in die Kommentare. Das interessiert mich natürlich brennend. Leute, dann war es das erstmal von dem heutigen Video. Ich bedanke mich sehr, sehr fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank für euren Support. Ich bin erstmal aus, wünsche einen entspannten Tag. Macht's gut. Morgen, Leute, gibt es ein sehr, sehr interessantes Haki-Video, deswegen schaltet auf jeden Fall ein. Lohnt sich definitiv. Sehr knackige Theorie. Ich bin jetzt mal raus, wünsche einen entspannten Tag. Macht's gut. Haut rein. Ciao und tschüss.